Jo, hier sind Blockmonster und Schwarz bei Dislike und wir freuen uns auf eure Beleidigung. Jawollo. Timochin Tüney. Sowas hören nur kranke Menschen an, die dumm sind. Ja, korrekt. Das ist richtig. Sowas machen nur kranke Menschen, die dumm sind. Genau, jeder Künstler muss auch krank sein, sonst kommt nur Scheiß raus. Eben. Paul Sievers. Bester Sodden 2016. Ich finde seine Stimme sehr angenehm und ich würde mich sehr freuen, wenn ich ihm mal persönlich in seine maskierte Kackfresse spauzen könnte. Wen von uns jetzt? Aber was heißt spauzen? Den mit der ganzen Maske oder den mit der halben Maske? Was heißt spauzen? Das habe ich noch nie gehört, das Wort. Spauzen. Ist es so ein Dialektbegriff vielleicht? Ist das irgendwie so süddeutsch? Aus Bautzen. Spauzen aus Bautzen. Spauzen, also schnauzen. Okay. Aber deswegen auch die Masken wegen Kackfresse. Aber immerhin findet er die Stimme angenehm, muss man sagen. Ne? Ja. Also von daher. Das ist ja auch das A und O bei Musik. Ganz genau. Gehört zerstört. Die beiden gehören zerstört. So auseinandergenommen, so zerlötet. Klingt wie der Kot nach dem Kaffee. Der riecht, der klingt nicht, der riecht dicker. Aber schön, dass du Synästhetiker bist. Marius Fischer. Musik wie diese gehört auf den Indexverband. Am besten sollte man diese beiden Psychos gleich mit wegsperren. Mein Bruder sollte sowas niemals zu Gesicht bekommen. Vor allem dieser Schwanz wirkt mir psychisch recht labil. Und Schwanz mit dir, hätte ich meiner mit mich. Ja, mein dich, er hat mich verschrieben. Verdammt. Aber ist auch auf jeden Fall, das kannst du dir merken. Schwanz, das könnte ein nächster Track von dir sein. Das war schon alt, Digga. Das war schon vor Jahren gesagt. So ein Drittel unserer Alben ist auf dem Index. Ja. Also du hast auf jeden Fall... Beide Psychos recht. Gleich mit wegsperren. Auch ich war auch schon weggesperrt. Ja, also. Mein Bruder soll sowas niemals zu Gesicht bekommen. Was meinst du jetzt uns? Wenn dein Bruder so quasi Pech gehabt? Ja, aber dann hör dir nicht immer die Tracks zu Hause von uns an und beleidige darunter, weil dann hört er das doch im Nebenzimmer. Richtig. Und ich wirke psychisch recht labil. Da hat er auch recht. Ja, ist schon wahr. Hugo Shameless. Sind wohl beide mal fallen gelassen worden als Kind, oder? Ich erinnere mich nicht dran. Stimmt, ja, gut möglich, aber so, da waren wir zu jung, glaube ich. Ghetto Günther, geiler Name. Die beiden sollte man einfach mal mit einem sehr fleischigen Penis durchs Gesicht slappen. Haben sie verdient bei der Musik. Ja, vielleicht mögen wir das ja, Alter. Wo ist denn das Problem? Nein. Doch. Ich bin da raus. Also er ist der Slapping-Partner für dich. Tu mal so, als wärst du da raus. So. Nee, aber egal, das ist zu privat jetzt hier. Brücke. Da ist mein Kinderzimmer nach einer hart durchsechten Nacht ja mehr Höllenloch als diese nach 15 Bauruinen in dem Video. Lies nochmal bitte, das ist gut. Da ist mein Kinderzimmer nach einer hart durchsechten Nacht ja mehr Höllenloch als diese 0815 Bauruine in dem Video. Ich feiere so Gespräche, weil es ist Stromberg-Style. Einfach so stehen lassen. Ja, wirklich, voll gut. Also schick uns mal Fotos von deinem Kinderzimmer, vielleicht drehen wir das nächste Video da. Und schick mehr so Sprüche, Alter. Wir sind dann auch sehr kreativ und nennen es Höllenloch 2, weil wir sind ja dumm und haben keine Ideen. Komm, jetzt bitte einmal eine richtige Beleidigung. Chiara Neumeier. Die Polizei soll mal kapieren, dass Hirntod geile Musik macht. Hirntod muss wegen seinen Texten nicht in den Knast. Hä? Ich verstehe die Beleidigung nicht. Das ist eine Beleidigung, dass wir gute Musik machen, Digga. Ja, anscheinend. Eigentlich machen wir harte, abgefuckte Untergrundmusik, wofür wir in den Knast müssen. Das ist doch unsere Promo. So. Wir müssen doch in den Knast, damit wir Promo haben. Okay, alles klar. Und die sagt, wir sollen nicht in den Knast. Fick dich, ja? Ja, das war ein Blockmonster und Schwarz. Vielen lieben Dank für eure warmen Worte und wir wünschen euch einen schönen Tag. Er ist scheiße, sieht scheiße aus, rappt scheiße, macht scheiß Musik und verkauft nichts. Er trägt die Maske mit Grund. Weil ich hässlich bin. Für weitere Videos klickt ihr hier. Zum Abonnieren klickt ihr hier. Ja. Tja, wollen wir frühstücken gehen? Nee, mir ist der Appetit vergangen. Ich bin echt traurig. Ja, ich fand's eigentlich okay.